Ja, starten wir einfach direkt rein, Freunde. Ne? Wir kennen unsere Mannequins. Wir sind ja komplett informiert, dies, das. Wer ist vorne? Sodamak, ne? Ich hätte gern Fußpilz lieber vorne. Wir haben weiterhin unser, ja, ich würde schon sagen, starkes Theme. Mit den Dingen, die wir hassen, aber nicht zu weit gehen, sage ich mal. Und hallo Togekaiser, ich hoffe auch dir geht's gut. Ich hoffe auch du hattest einen schönen Start in die Woche. Hello. Auf PS4 habe ich es mir für 27, glaube ich, geholt. Ah, not bad, not bad. Das nimmt man, das nimmt man. Alerts sind aus. Nee. Alerts sind 100% nicht aus. Ich glaube, also wenn du geresuft hast, vor allem geresubbed hast, dann wird es nicht angezeigt, weil normalerweise steht das auch immer dann im Chat auch noch. Ist Overwatch 2 echt kosten? Aber es kostet. Also, irgendwas war doch mit Overwatch 2, dass du was bezahlen musst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht, weil ich in. Ihr wisst schon, wo noch kurz davor war. Aber, also, war das jetzt ein Sub oder nicht, Roofjetkin? Weil dann natürlich vielen Dank für den nicen Resub-Kurs geht raus an dich. Auf PS4 habe ich es mir für 27 geholt. Pass kostet Geld. Ja, genau das dachte ich mir. Das dachte ich mir, ansonsten lohnt sich ja gar nicht. Ah, ne, da kommen ganz normal. Nur Sachen im Shop wie Battle Pass oder so. Ja, aber ohne den kann ich doch gar nicht spielen, oder? Kann ich dann Overwatch spielen? Das kann ich mir fast nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Oder kann ich den dann spielen? Verrate ich nicht. Na gut, dann eben nicht. Dann verrate es nicht. Dann bleibt das wohl für mein Geheimnis. Ich bin gerade auf Klassenfahrt und es ist bocklangweilig. Auch nicht schlecht. Doch, kannst du. Brauchst den nicht. Echt? Also ich kann mir das jetzt so installieren und können das einfach normal spielen. Aber das heißt, was kann ich mir dann zum Beispiel nicht holen? Was ist dann der Nachteil? Also ich könnte mir dann quasi nicht so Skins und sowas holen oder wie, weil Skins könnten wir. Also, sind wir realistisch, ne? Das ist mir relativ wurscht erstmal. Echt? Das war das Einzige? Das ist weird. Okay, aber das weiß ich dann jetzt auch. Und hallo Hansi, hallo Rentier, Rentier, absoluter Macher. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag bis hierhin. Hello. Aber ja, Internetprobleme seit 2 Wochen klingen äußerst anstrengend, wenn du mich fragst. Vorteile bringen die nicht. Ja, das. Also, ich ging davon aus, dass die Skins sowieso wie bei Overwatch 1 sind. Weil da war es ja auch schon so, dass die eher so. Ne? Also, sie waren cool, muss ich sagen. Hab sie schon irgendwo benutzt. Aber am Ende des Tages waren sie mir dann doch recht egal, muss ich gestehen. Wobei, ich bringe mal Fury Swipes bei, falls wir irgendwie ein höheres Damaging brauchen, Tool, sage ich mal. Ja, viele. Ja, sind wir realistisch, ich werde es eh nicht machen. So, das ist wieder nur so ein Gedanke, der in meinem Kopf rumschwebt, bei dem ich am Ende des Tages sowieso es nicht machen werde. Sind wir einfach realistisch? Ich habe nicht einen Fake-Out-Mon gerade da, ne? Kommt morgen ein Video auf YouTube, hat heute irgendwie gefehlt. Morgen kommt ein Video, morgen kommt die Tode-Zusammenfassung. Ich lasse immer absichtlich nach dem letzten Part einen Tag frei. Weil ich mir denke, falls Leute das noch nicht gesehen haben, wäre es vom Vorteil, dass sie nicht direkt sehen, oh, da kommt ja ein Upload, wo die ganzen Tode drin stehen. Ha! Na, das ist ja interessant. Ich glaube, wir müssen mit Duschen und Stromschlag anfangen. Ich glaube, anders wird das nix. Ja, das wird allgemein sehr schwierig mit dem Team. Das ist absolut korrekt. Ein Tag frei, um zu trauern, ist angebracht. So sieht es nämlich aus. Ich glaube, wir müssten ja noch eine Oranberry haben. Ich glaube, die ist wahrscheinlich echt schlau, wenn ich die auf. Ich glaube, Sodamak ist im Allgemeinen echt gut für diesen Kampf. Also, bis auf natürlich wegen dem. Das WhatsApp ist ein bisschen nervig. Ich glaube, sogar der könnte auch geil sein, weil der hat halt einfach Sheer Force Dragon Breath. Was halt schon sau strong ist auch. Das hast du gerade gespoilert, dass es zu Ende ist. Das ist richtig. Ja, mein Gott. Ja, jetzt ist es so. Jetzt ist es so. Also ich gehe einfach davon aus, dass die Leute, die hier sind, die werden es schon gesehen haben. Ich meine,
Also, jetzt sind wir auch mal ganz realistisch gesehen, ne? Also, es hätte auch ein Wunder passieren müssen. Es hätte ja auch ein Wunder geschehen müssen. Kam heute von der Arbeit und den Kaffee ohne ein Video zu trinken, fühlt sich falsch an. Also, ich kann euch sagen, ich habe ja schon mal gute Nachrichten an der Stelle, an der Front. Es wird ein bisschen mehr Videos geben. Also nicht super viel mehr, aber ich glaube so 2 Wochen, es kommt so ein Video im Durchschnitt mehr jetzt. Weil bisher hatten wir immer Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag. Und jetzt werde ich es wieder wie damals bei Moonsilver machen. Es kommt quasi Montag, Dienstag Video, Pause. Dann kommt Donnerstag, Freitag Video, Pause. Dann kommt Sonntag, Montag Video, Pause. Als nächstes kommt Spectris an, ja. Weil ich mir denke, bevor YouTube mir alles wegclaimt oder Pokémon oder wer auch immer und irgendwie alles den Bach runtergeht, holzen wir einfach mal nochmal schön alles erstmal raus. Und ich dachte mir, das ist eigentlich auch ein ganz guter Rhythmus, weil dann hast du trotzdem diesen Tag, wo du vielleicht nochmal was nachholen kannst. Ist das eine Hardcore-Nuzlocke? Meinst du jetzt Spectrisan oder das hier? Das hier ist eine Hardcore-Nuzlocke. Spectrisan? Nein, auf YouTube werdet ihr niemals, zumindest nicht von wirklich schwierigen Spielen, Hardcore-Nuzlocke sehen. Also Renegade Platinum könnte man zum Beispiel auf YouTube drüber reden, aber jetzt von einem Mimso-Hack ganz bestimmt nicht, das tue ich mir nicht an. So, wir gehen hier erstmal auf Waterpulse. Ich hoffe, ich kill den einfach. Ich gehe einfach in die Offensive. Ich hoffe, es kommt kein Fakeout. Es kommt natürlich Fakeout. Das ist schon mal mega kacke im Lead. Aber es kommt auch nur ein Ember von Fukano. Okay. Das ist actually recht gut. Das ist tatsächlich sogar richtig gut, hä? Also, das nehme ich ja gerade mit einem Handkuss. Weil dann gehen wir jetzt hier auf Waterpulse. Und ich gehe hier nochmal auf den Growl, um mir einen Fuß Attack schon mal ein bisschen zu droppen. Hallo X als Hardcore-Nuzlocke. Direkt als nächstes Projekt hinterher. Spectrisan wird eine ganz normale Nuzlocke. So wie wir es bisher immer gemacht haben. So ziehen wir das auch weiter durch. Oh, ich hoffe es. Nee, es war ja Helping Hand. Ich glaube, der geht auf Vital Throw, maybe. Oder Greznod. Das ist auch okay. Sollte auch nicht viel abziehen. Das war viel zu viel. Das hat 18 KP abgezogen. Ja, das ist jetzt scheiße. Und zieht das so viel? Also so crazy viel ab. Okay, ich meine, es wird ja jetzt erstmal keine Feuerattacke auf den kommen. Das heißt, wir gehen mal mit einem Donnerschock auf Fukano. Selbst bei Renegade fehlen, wenn man als Hardcore-Nuzlocke spielt, so viel. Stimmt, also wenn man Hardcore-Hardcore-Nuzlocke spielt, dann fehlen viele Encounter, das stimmt. Aber dadurch, dass ich das Spiel sehr gut kenne und so. Ja, stimmt, Helping Hand, deshalb macht er so viel Damage, klar. Das ergibt natürlich sehr viel Sinn. Und mir ein Fuß geparat, geil. So. Das heißt, wir können jetzt Twister klicken, damit beide besiegen. Wir können hier nochmal Growl klicken und mir einen Fuß Attack senken. Oh, der ist schneller als Serpifeu. Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Das habe ich im Übrigen auch nicht kommen sehen. Wie viel Base Speed hat Fukano, dass der. Hat Serpifeu so wenig? Also muss ja, ne? Aber. Wundert mich trotzdem. Vital Throw könnte halt jetzt, wenn es auf Serpifeu geht, Zwiebeln. Auf Voltilam ist noch okay. Ist nicht geil, aber ist okay. So, da wird halt jetzt ein Struggle Bug kommen. Ich merke gerade, ich hätte ja sogar ein Fakeout gehabt, lol. Ja, da was reinzuwerfen ist schwierig. Ich glaube, wir müssen in Kindwurm gehen. Ich glaube, ich muss Growl nochmal klicken. Oder Swift, um schon mal. Ich glaube, wir müssen Joltik wegbekommen, deshalb Swiften wir mal. Okay, das ist gleich mal eine Situation, die mir gar nicht gefällt. Okay, Struggle Bug ist wenigstens gesplittet. Boah, ich merke gerade Stromschlag. Sollte er, glaube ich, noch ein Vital Throw leben? Und dann müssen wir auf jeden Fall wechseln. Okay, da kommt ein Greznod. Ja, ich wollte gerade sagen, der sollte ja nicht viel abziehen. So, jetzt sind wir halt auf minus 1 Special Attack. Ich weiß nicht, wenn der nochmal Struggle Bug klickt. Dann ist wahrscheinlich bis sogar am stärksten mit Sheer Force. Ja, und hier schicken wir mal. Was kommt danach nochmal in Milza, ne? Aber wenn da Vital Throw kommt, ist auch kacke. Wir müssen Menschen reinschicken. Sie hat ja vorher 63 Speed und Fukano 65. Stimmt, kann das sein? POV, seine PS4 ist so alt, dass du da ein bisschen draufklopfen musst, damit es Disken lesen kann. Oh je. War das? Nee, das war einfach nur sehr viel Damage auf mein Kindwurm. Unangenehm. Hallo Bayer. Hallo übrigens an alle, falls ich noch irgendwen übersehen habe. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Tag. Hello.
Okay, wir gehen nochmal auf Biss gegen Joltik. Und wir müssen leider Joltik auch fake-outen. Damit wir den auf jeden Fall wegbekommen. Okay. Damit hätten wir das schon mal. Fußpilz will Leaf Tornado lernen. Ja, I guess wir könnten Leo wegmachen. Ich sehe halt jetzt schon, wie ich den... Oh nein, 70. 70 sogar und trifft immer. Oh, das ist actually sehr strong. Ja, dann komm drauf da. Vitalthrow, ja. Also die ein oder andere Para hätte ich mir schon mehr gewünscht, muss ich sagen. Die wäre schon nicht verkehrt gewesen, so. Das Problem ist, ich glaube nicht, dass wir mit dem outspeeden. Ansonsten würde ich natürlich sehr gerne angreifen. Ja, wir müssen in Kaguron erstmal gehen. Und ich denke, wir gehen einfach auf den Tempo-Heap gegen Milza. Also Milza ist halt brandgefährlich. Vulkan hat 60 Speed, okay, dann haben wir aber nur Kack-Speed-DVs. So, was kommt da? Tempo-Heap kommt. Logischerweise. Boah, es hat super wenig Payback. Ja, dann wäre natürlich geil gewesen, hätte ich den nicht angegriffen. Ach komm, Mienfu, du musst halt mal geparat sein. Ja, das könnte... Ja, ich weiß nicht. Ja, cool. Ja, eigentlich können wir jetzt fast... Also, ich sag mal, wenn wir die 5 durchbekommen... Aber ich weiß auch nicht, wie wir mit den 5 irgendwas in der Arena reißen sollen, ne? Weil wir haben halt Disarming Voice. Und wir haben den Tempo-Heap. Ich will jetzt nichts sagen. Aber ich glaube, das wird nichts. Ich hab so ein ganz leises Gefühl. Ja, jetzt bräuchten wir eine Para, Rock Tomb, ja, das ist auch eine Katastrophe. Jetzt sind wir langsam, ja, das ist, glaube ich, verloren. Ich glaube, das können wir vergessen. Ja, es war abzusehen, ne? Es war abzusehen, aber, ja. Das Ding ist halt, dass, also ich finde eigentlich ganz geil, wenn man Rabouts da bekommt, aber Rabouts bringt dir halt nichts, bevor es sich nicht entwickelt hat, ne, das ist halt die Sache. Aber kann man nichts machen. Was jetzt, das Vieh mich wird einfach nochmal neu... Ach ja, ich habe ja jetzt da gespeichert. Aber warte mal, ich habe doch... Eigentlich... So. Das sollte ja eigentlich passen. Hoffe ich mal. Ja, sollen wir... Ich würde Otaro einfach Serpifol, meine ich, in die Tonne treten. Ich finde auch Dinge, die wir hassen, schon sehr geil. Komm, wir machen jetzt nochmal einen Flowing Run. Damit sind wir dann nochmal alle vor Otaro durch. Und dann bleiben wir einfach wieder bei Otaro erst einmal. So, was hassen wir denn, was zu Flowing passen könnte? Was hassen wir, Freunde? Also, es muss nicht zu... Flowing passen. Teppich? Warum hast du denn den Teppich? Ich find Teppich eigentlich ganz nice. Misplace? Na, weiß ich nicht. Schweinsnase? Nee, das ist mir ein zu doofer Name, muss ich gestehen. Das ist mir ein bisschen irgendwie zu doof. Ich weiß auch nicht, da sehe ich mich nicht. Eisbein. Aber das passt mir nicht zu Flowing. Tofu? Boah, Tofu finde ich stark, aber ich weiß, dass viele auch Tofu feiern. Wärme! Hitze! Das ist unsere Hitze! So sieht's aus, weil Wärme ist mir noch nicht stark genug. Heizkosten wären strong gewesen, muss ich sagen. Und hallo Grumpali, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Tag bis hierhin. Hello. Boah, die Heizkosten wären noch stärker gewesen, muss ich sagen. So, okay, das sieht eher nach wenig Special Attack aus. Aber der Rest schaut eigentlich sehr solide aus, muss ich sagen. Deshalb, ich glaube, damit können wir erstmal arbeiten. Wir werden nichts Politisches nehmen. In irgendeiner Dimension. Also das bezieht sich auch auf Angela Merkel. Das lassen wir einfach mal weg. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Oh, Urlaub stark. Ich wäre auch schon wieder bereit für Urlaub. Ich bin durchgehend eigentlich bereit für Urlaub. Oh, wir haben auch 22 KP, das ist auch sehr, sehr gut. Das heißt, unsere KP-DVs sind keine Vollkatastrophe. Das finde ich auch sehr gut. Heizkosten auch nicht unpolitisch. Ja, aber ich würde einfach mal sagen, dass alles, was mit Kosten zu tun hat, erstmal per se scheiße ist. Und die Heizkosten passen da natürlich dann sehr gut dazu. Also ich möchte hier in keiner Form politische Fässer aufmachen, weil ich kenne mich dafür zu schlecht aus. Ich gehe davon aus, dass die meisten sich auch zu schlecht auskennen.
um irgendwelche Entscheidungen gescheit nachzuvollziehen. Also, deshalb lassen wir einfach mal. Ja, also, ich würde nicht Pauschalnamen von Personen tabu machen. Weil wenn wir so ein bisschen so auf XD-mäßig sagen, wir hassen den, zum Beispiel Jerry oder so, das wäre okay. Oder, naja, gibt es sonst noch irgendwen? Nee, ich würde auch Jerry da rausnehmen. Doch, ich glaube, wir lassen einfach Namen von Personen einfach weg. Ich glaube, wir lassen einfach Namen von Personen pauschal weg. Ach Mann, ich kann dieses dumme Viech echt nicht mehr sehen. Bisher jedes, also das Teil bringt halt auch gefühlt gar nichts. Scheiß Visor, ey. Ich meine, der entwickelt sich relativ früh und ich vermute, Visenio ist dann gar nicht mal so kacke. Aber bisher, nee. Bisher einfach, nee. Ratte. Ich würde mir Ratte noch aufheben, falls wir ein. Nee, wir werden wahrscheinlich keinen Radfratz ziehen, ne? Ich bin auch kein Rattenfan. Ich weiß, es gibt Menschen, die Ratten mögen. Aber. Ich glaube, wir können. Sollen wir ihn Ratte nennen? Gibt es was anderes, was wir hassen? Was noch besser dazu passt? Ein Fussel. Der erinnert mich ein bisschen an Fussel. Ich finde Fussel besser. Ich würde gern Fussel nehmen. Wieso Ratatouille? Findest du Ratatouille so scheiße? Jetzt ist natürlich die Frage: das Essen, den Film. Element und Quickfeed. Oh! Okay. Das Ganze. Du findest den Film kacke? Ich finde den Film voll schön. Also nicht schön, ich finde ihn einfach nice. Sondern jetzt der Hate gegen den Ratatouille-Film auf einmal. Ein normales Ratatouille. Ich bin nicht so der Auberginen-Fan, ist halt das Ding. Also so ein paar Stücke, das ist noch in Ordnung. Aber zu viel, da bin ich ehrlich, da bin ich einfach raus. Da denke ich mir, weiß ich nicht. Beides geil, Essen immer nice. Boah, ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe in letzter Zeit auch definitiv wieder zugenommen. Also, weil ich trinke jetzt wieder ein bisschen mehr Säfte. Und mein rechter Ohrstöpsel will nicht drin bleiben. Und ich habe das Gefühl, in letzter Zeit denke ich mir so die ganze Zeit, boah, Essen wieder so geil. Einmal nur, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Winter ist, also dass es kälter wird. Wie nennen wir ihn hier im Übrigen? Also, dass es Winter wird und ich mir denke, boah, jetzt ist das Essen wieder geiler, weil du halt auch wieder so geile Soßen machst. Du machst allgemein so ein bisschen heavieres, geiles Essen. Fliegenpilz. Finden wir scheiße, das ist schon richtig, ne? Dann wird das unser Fliegenpilz. Ich meine, es gibt noch genug Pilze, die wir nehmen können, bin ich ehrlich. Okay, Fliegenpilz passt nicht rein. Oh nein, ich finde Blumenkohl noch stärker. Ich hasse Blumenkohl. Im Übrigen, ihr werdet gute Karten haben, wenn ihr Dinge aufzählt, die ich auch hasse. Wenn ihr Dinge aufzählt, die ich nicht hasse, habt ihr schlechte Karten. Ja, deshalb wollte ich es nämlich aufheben, weil wir kriegen eigentlich ein sicheres Tarnpignon. Hastiges Wesen ist okay. Also jetzt am Anfang ist eher so meh. Aber ansonsten ist fein. Kann man mit leben, würde ich sagen. Kann man mit leben. Und hallo Steirer, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hallo. Wie war denn ansonsten euer Einstieg in die Woche? Ich habe schon gehört. Ich sag mal, ne? Nach dem Urlaub ist der erste Arbeitstag immer sehr beschissen. Als ob du wirklich damit rechnest, nochmal zu Turnak zu kommen. Man muss optimistisch sein. Sonst kann ich hier auch gleich alles in die Tonne treten. Dann könnte ich auch sagen, als ob du damit rechnest, die Challenge zu schaffen. Das wäre ja dann dasselbe Argument. Also von dem her. Wir haben aber schon Schierfoss auf diesem Floink, ne? Dass wir keinen Schierfoss. Doch, also alles gut. Arbeit nervt zurzeit einfach, oje. Mir geht's ganz solide, würde ich sagen. Also, meine Z mit Abschlussprüfung Teil 2 kommt immer näher. Ich habe jetzt dafür, also man muss so einen Text davor halt abgeben, so eine Doku über was. Und. Ja, das habe ich heute so mehr oder weniger eigentlich fertig gemacht. Also bin ich jetzt eigentlich mit dem Text relativ zufrieden. Ich werde es mir im Verlauf der Woche wahrscheinlich nochmal angucken. Ansonsten habe ich heute erfahren, dass es noch nicht sicher ist, ob ich übernommen werde oder nicht. Also da stand mal was anderes im Raum. Das heißt, man muss nebenbei vielleicht jetzt dann auch gucken,
was man sonst so für, ne, für arbeitstechnische Sachen möglich sind, wo man noch so arbeiten kann, was noch so offen ist. Wenn ich übernommen werden würde, würde ich relativ sicher dort nämlich bleiben. Aber ich sag mal, sich umzugucken ist ja trotzdem eh nicht verkehrt, ne? Ist ja sowieso nicht verkehrt. Vor allem im Raum München, sage ich mal, sollte die Wahrscheinlichkeit durchaus da sein, dass man was findet. Und das Gute ist, ich habe ja hiermit auch zur Not noch so eine kleine Übergangsbrücke, Bruder, wie jetzt wieder alles kredit, ne? Wie kann man so einen Promi wie Downey Downs dann nicht übernehmen? Ja, vor allem, ich muss ja auch was finden, wo ich am Anfang direkt sage, yo, ich mache so YouTube daneben. Ich hoffe, das stört nicht. Ich meine, es gibt eigentlich keinen Grund, warum es stören sollte, um ehrlich zu sein. Aber ja, Blumenkohl wird nicht gemocht. Ja, das ist was relativ Normales, ne? Oh, Kroketten geil, aber ich bin nicht so der Rahmspinat-Fan. Wann bist du denn fertig mit der Ausbildung? Sobald ich meine mündliche Abschlussprüfung habe. Also irgendwann im Januar, Februar. Willst du mir einen Job anbieten, Hansi? Sollte aber im Raum München sein. Moment, wir dürfen hier noch ein Pokémon fangen, bevor ich das vergesse. Bachelorarbeit schreiben plus Paper für Arbeit verfassen. Einmal nur nervig, ja, das sehe ich. Boah. Also wir gucken jetzt mal, was wir jetzt noch so finden. Aber ich sage euch, wie es ist, wenn das auch wieder Kack-Encounter sind. Dann resette ich. Ich weiß halt nicht, ob wir das dann schon wieder... Ob das als Versuch zählt oder nicht, das ist halt immer die Sache. Ich finde Ungeziefer als Überbegriff sehr gut schon mal. Ich meine Spinnen, aber bei Spinne gibt es ja noch genug Ungeziefer. Finde ich stark. Und hallo Vorabi, ich hoffe dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag bis hierhin. Hello. Mann, auch diese ganzen Minus-Dev-Wesen hier am Anfang sind halt auch echt kacke. Ja, mit dem hier wäre schon alles wieder geil. Ich glaube halt wirklich, auf der Route gibt es exakt einen Scheiß-Encounter und das ist Stravickel. Und auf der anderen Route gibt es eigentlich auch nur exakt einen Scheiß-Encounter und das ist Visor, finde ich. Also wir hatten halt bisher noch nie einen Staralili oder einen Taubsi dort. Bin Corona-positiv. Ui, dann hoffe ich, dass es nicht allzu schlimm wird. Und du da ganz gut durchkommst. Ich überlege gerade, was gibt es da noch so? Zipurze wäre fein. Puh, ansonsten bin ich gerade überfragt, du. Ist noch irgendwas? Also ich bin auch mit Felilu bin ich sehr fein. Bin ich blöd? Was haben wir noch so oft? Ja, Nagelotz bin ich auch inzwischen voll fein. Also, wobei man muss sagen, ich hatte bisher noch nie Visenior, ne? Deshalb, ich kann noch gar nicht direkt sagen, ob ich Visor kacke finde. Aber Visor ist halt wirklich kacke, so am Anfang für die Kämpfe, weil der halt echt weak ist. Bin quasi nur etwas erkältet, ne? Dann hoffe ich mal, dass es dabei bleibt. Lillip ist auch nicht der stärkste, Lillipup. Ja, den kriege ich da oben, der wäre jetzt auch nicht so geil, ey. Also, der wird halt besser, wenn er sich entwickelt, aber ansonsten... Boah, mit Käse überbacken sowieso sehr viel ist sehr geil. Ja, jetzt versuchen wir es wohl, ne? Also, der bringt mir jetzt für den Orden nicht mega viel. Kann dir keinen Job geben, aber paar Moneten. Hansi, vielen Dank für die 169 Biddies. Kuss geht raus an dich. Vielen Dank für den Support. Das ist halt jetzt leider nicht die Auto-Antwort. Ansonsten hätte ich jetzt erstmal gesagt, Baba im Counter, mega geil, erste Arena, Checkmate. Ich glaube aber, dass er sich bis Level 20 entwickelt. Und ich glaube, so ein Lucario wäre schon ein bisschen sehr geil. Ne, wäre schon ein bisschen sehr geil für den zweiten Orden auch. Oder allgemein für jeden Orden. Woran erinnert uns Riolu, was wir hassen? Ich weiß es nicht. Babys. Was ist ein Baby-Pokémon? Das wäre ein Baby. Babys. Hallo One Piece. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hello. Furries. Ich würde gerne nicht so eine ganze große Community beleidigen an der Stelle. Chihuahua. Boah, das finde ich gut. Diese kleinen, hässlichen Chihuahua. Ich glaube, so schreibt man das, ne?
Für einen Chihuahua ist schon stark. Sport können wir uns noch aufheben. Plus Deathwesen, minus Bedeff ist okay. Und Prankster ist interesting. Riola entwickelt sich erst 6 und so. Hä? Irgendjemand hatte, glaube ich, mal gesagt, dass der sich davor entwickelt. Also, dass der sich schon... Vakuumwelle. Ich sag mal, also, es ist eine stärkere Vakuumwelle als bei den meisten anderen. Ich glaube, ich werde Copycat eh nie benutzen. Ja, wir können, denke ich, gleich mal auf 11 gehen. Ne, 26, wenn der Aurasphäre lernt. Ah. Ah, das ist, ja. Ja, das. Das, ja. Mhm. Das sind interessante Infos, sage ich mal. Das Problem ist, ich weiß halt auch momentan noch nicht mal, wie wir gescheit den Doppelkampf auch hier wieder bekämpfen. Das heißt, ich glaube, es ist einfach nur wieder beten, dass wir irgendwie gescheit über Dings drüber kommen. Ein gutes Ei bekommen. Aber ich wüsste nicht mal, was wir jetzt aus dem Ei ziehen sollen, wo ich mir denke, das ist geil. Das rettet uns jetzt. Ich glaube, Petsny war nicht so kacke, aber... Da ist halt jetzt auch gerade wieder nix im Team, wo ich sage, damit kommen wir gut durch. Das ist halt das Ding. Lichtel wäre strong, das stimmt. Stimmt, Seemobs hatten wir am Anfang super häufig und jetzt gar nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, ob wir mit dem Team was reißen können, ne? Das ist halt die Frage. Das ist halt die Frage. Frage. Taschenköter, ja. Also ich weiß auch nicht, was Leute an so ganz, ganz kleinen Hunden finden. Vor allem die kläffen ja auch noch immer richtig crazy. Und in den meisten Fällen sind es dann auch noch so öfter auch mal irgendwelche Qualzuchtungen. Also von dem her, Seemobs ist gut, der lernt später Slack off. Das ist zwar geil, aber so über das später kann ich mir gerade leider noch keine Gedanken machen. Ich muss leider gerade im Hier und Jetzt leben und im Hier und Jetzt weiß ich nicht, ob es Seemobs ist, um ehrlich zu sein. Mir gefallen die ganzen Tickler hier nicht. Auf die trete ich immer frech, fast immer drauf. Achso, ich dachte, da steht, auf die trete ich frech immer drauf. So einfach absichtlich auf die drauf treten. Ja moin, der Klassiker, Sie kennen ihn. Je kleiner der Hund, desto nerviger gefühlt. Ich sag mal so, ab einer bestimmten Größe, wenn die kleiner werden oder noch kleiner als das sind. Nee, Zukunfts-Downy hat Zukunfts-Downy-Probleme und Gegenwarts-Downy hat Gegenwarts-Downy-Probleme. So ist die Rangordnung. So ist die Rangordnung der Probleme. Prime Gaming ist kostenlos, das ist richtig. Wobei, eigentlich müsste man das umbenennen, ein Prime Sub ist kostenlos. Warum steht da Prime Gaming ist kostenlos? Das juckt ja keine Sau, ob Prime Gaming kostenlos ist. Wir wollen ja wissen, dass der Prime Sub kostenlos ist. Das sind doch die wichtigen Infos, die wir hier brauchen. Tretupe, man kennt's. Ist auch der Klassiker, der klassische Begriff, der mir sofort in den Sinn kommt, wenn ich mir denke, was hasse ich? Tretupe. Das hasse ich. Sobald es in die Handtasche passt, nichts Gescheites, das stimmt. Und kleiner ist als eine Katze, das ist eigentlich eine mutierte Ratte. Kommt gut hin, ja. Oh mein, okay, jetzt wird's ein ganz interessanter Run, Freunde. Auf einmal entwickelt sich das in ganz interessante Gegenden, in denen wir jetzt sind. Und hallo Remix, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag, hello. Aber ich weiß halt gar nicht, ist Lichtel wirklich so krass für die erste Arena? Weil die haben ja alle doch gefühlt Coverage. Ich meine, mein Paxo hat Rocktomb, das Yorkliff hat Biss. Hausbrand! Okay, ich finde Hausbrand so dumm, dass ich's nehme. Das ist ja so dumm. Also ich meine, hasst man wirklich, ne? Wenn das Haus brennt, hasst man ein bisschen, ne? Ist eine Situation... Oh mein Gott. Okay, mal wieder ein richtig tolles Wesen. Waldbrand wäre besser gewesen wahrscheinlich. Aber der Hausbrand hat mich überzeugt, muss ich sagen. Was ist das Vieh? Dinge, die man hasst. Imprison. Ja, brauchen wir, glaube ich, eher nicht. Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Willst du verraten, was die Umstände sind? Also, weil du krank bist? Oder inwiefern den Umständen entsprechend? Ich
glaube, ich weiß nicht, One Piece, ich bin ehrlich, ich habe mich damit inzwischen immer noch nicht auseinandergesetzt. Ich glaube, ich werde es auch nicht tun. Also, wenn da jemand im Chat was weiß, gerne Mikro. Aber ich habe das jetzt gerade nicht mal berührt. Okay, jetzt hat sich's wieder gelegt. Okay, anscheinend habe ich es doch irgendwie berührt. Es ist so weird, ne, dass wenn es sich bewegt. Aber am Anfang, wenn ich das bewege. Wobei, da weiß ich auch nicht, ob dann was ist. Aber. Neuer Nee, es soll. Also, jetzt ist ja, Pappenheimer. glaube ich, nichts mehr, oder? Hallo Isegrim, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hello, ich krieg's nicht hin. Okay, pass auf. Wir gucken jetzt einmal, wenn wir auf den Downy Downster-Kanal gehen. Dann bei den Live-Zuschauern gehen. Oh, scheiße, ich habe Ton an. Ja, ich bin ehrlich, ich sehe es hier auch nicht. Aber es kann auch sein, dass es bei mir einfach nicht geht, wenn ich bei mir selber bin. Wenn ich bei wem anderen bin. Ist doch da unten rechts so ein Abonnieren-Button, wenn du darauf gehst. Aber also wenn das mit Prime nicht geht, dann geht's anscheinend nicht. Dann weiß ich aber auch nicht, warum. Das ist ganz weird. Und hallo Billinho, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag bis hierhin. Dein Headset spinnt. Also ich habe erstens kein Headset und zweitens, ist es doch jetzt gut oder nicht? Also ich sehe auch keinen Ausschlag nämlich mehr bei meinem Mikro, wenn ich still bin, deshalb. Du hast einmal kurz davor irgendwie gegengehauen, dadurch hattest du eben. Ah, okay. Da habe ich das unbewusst gemacht. Ja, das ist halt echt schlimm, wenn ich einmal dagegen hau, dass es dann das so zerreißt. Ich weiß halt nicht warum. Also ich vermute. Also das Problem ist halt, also da, wo der Arm gerade festgemacht ist, müsste ich, glaube ich, mal wieder nachziehen. Das wäre wahrscheinlich eine Idee. Da ich kann es nicht so leicht wackeln. Ich meine, das Mikrofon ist jetzt auch nicht mehr. Wobei, wie alt ist das Mikro? Ich überlege gerade. Naja, gut 3 Jahre ist es jetzt, glaube ich, schon alt. 2 oder 3. Aber ich weiß halt nicht, ob das so eine normale Laufzeit für so ein Mikro ist, ne? Das ist halt das Ding. Ich glaube nämlich, eigentlich sollte so ein Mikro schon eine Weile überleben, würde ich jetzt sagen. Aber wie lange normalerweise so ein Mikrofon halten soll, puh, da bin ich. Da bin ich, glaube ich, wieder das falsche Persönchen, das da Ahnung hätte. Wenn du das Ohrloch ansprichst, kannst du jedes Mal gegen es kämpfen auf Level 5. Yes, I know. Das wissen wir tatsächlich. Das juckt mich zwar nicht, also es hilft mir ja nichts, weil ich habe eher das Problem vom Overleveln, aber ja. Garantie ist abgelaufen, eben. Und ich habe die Vermutung, dass das wahrscheinlich schon ein bisschen eine Absicht ist, dass dann die Garantie abgelaufen ist, ne? Also es würde schon Neuer Sinn ergeben, wenn man sagt, Pappenheimer. One Piece GZ zum Prime Gaming Abo finden. Ah, deshalb haben wir vielleicht da Prime Gaming stehen. Vielen Dank für den Prime Sub. Kuss geht raus an dich. Willkommen bei den Pappenheimern. Ich wünsche viel Spaß mit Lemoticons. Sonderbonbons regeln, so sieht's aus, so sieht's aus. Ich sollte vielleicht nicht mein Riolo so krass hochleveln, den müssen wir ja vielleicht doch nochmal benutzen, ne? Ich lieb's auch, wie viele Pokémon ich gegen gegnerische Feuer-Pokémon hab, ne? Muss ich jetzt über den Browser machen. Aber Ehre, dass du es gemacht hast. Was habe ich eigentlich hier? Flame Body. Ist vermutlich sogar für den Dingskampf besser, dass wir Flame Body haben. Für den Arena-Kampf, wenn wir es da irgendwie reißen wollen. Mit dem Squad. Ich meine, erstmal müssen wir wieder über den Doppelkampf drüber kommen, so ist es nicht, aber ja. Ich meine. Eigentlich dafür ist der Doppelkampf actually ganz geil, weil wenn du über den Doppelkampf nicht rüberkommst, weißt du, okay, ich hätte es auch eigentlich gar nicht erst gegen den ersten Orden versuchen brauchen. Weil wenn du gegen den scheiterst, weißt du, dein Team ist zu kacke, um weiterzukommen. Dein Team ist definitiv zu kacke, als dass du da was reißen kannst. Also das ist so ein bisschen so die Stelle, wo man sagen kann, jo, wenn das Team das nicht packt, dann vergiss es einfach. Brauchst nicht noch extra Arena-Trainer und so besiegen. Das können wir dann auch lassen. Kann man dann easy lachen. Hallo Simoko, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hello. Wenn ihr wollt, können wir actually mit dem Squad auch eine Wette für den Doppelkampf machen. Weil, wie wir gelernt haben, wir sind an dem Punkt, wo. Also, wir haben ja jetzt nicht mal Yellow Magic. Wir haben eigentlich gar nichts gerade. Wir haben zweimal Follow Me, glaube ich. Und das war's. Okay, wir haben actually einen Vital Throw switchen, ne? Also, mit Hausbrand können wir wenigstens. Forcen, dass der Gegner auf Snarl maybe geht. Ich weiß noch nicht genau, was mir das bringt. Eigentlich gar nichts, um ehrlich zu sein.
Viele Tode. Ja, von mir aus können wir machen, ob ich den Kampf schaffe oder nicht. Also da haben wir halt Charme. Aber ich weiß jetzt nicht, wie geil es ist, gegen das Kampf-Pokémon damit zu leanen. Wir haben halt gar nichts, ne? Wir haben wirklich gar nichts dabei. Ich bin ehrlich, ich sehe nicht so ganz, wie ich diesen Kampf gewinnen werde. Also wirklich gar nicht. Kommt auch nicht so vor, dass Hausbrand mal nützlich ist. Das ist richtig. Confuse Ray. Ja, das werden wir eventuell brauchen, ne? Ich denke, Acid wird. Ja. Ah, nee. Ich weiß nicht, wir haben halt gar nichts, ne? Also wir haben halt auch wirklich. Oh, warum mache ich Growth nicht weg? Naja, ist egal. Also Fussel Charm ist auf jeden Fall der Play. Und dann muss eigentlich er hier in the bag sein. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir mit Chihuahua antreten. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wir den Kampf schaffen, um ehrlich zu sein, ne? Ich habe noch eine Oranberry, die ich wem geben kann. Vermutlich am schlausten. Ich denke fast dem Hausbrand zu geben. Ja, Hausbrand kriegt eine Sinebeere. Na, hallo Dog, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hello. Oh, ich will nicht schon wieder hier drauf gehen. Ich meine, das Ding ist, man muss ja auch sagen, da stehen zwar 15 Versuche, aber ich glaube, die Hälfte davon sind halt hier drauf gegangen. Weil wir nicht gegen diesen. Der Challenge Mode war nicht an. Oh! Ich hab nicht gespeichert! Ich dachte. Oh! Gut, haben wir das jetzt auch einmal gehabt, ne? Haben wir das jetzt auch einmal gehabt? Oh mein Gott! Nee, ich brauch das hier. Ach du Scheiße! Also ja, der Squad war jetzt nicht gigageil. Aber das war jetzt nicht meine Intention dahinter. Das würde ich jetzt auch nicht als Versuch zählen, um ehrlich zu sein. Ach so, ja, hätte ich machen. Ja, nee, wir machen das jetzt ohne, weil irgendwie weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, da kommt immer nur Kacke bei rum. Was war das nochmal? Okay, das sind jetzt die Heizkosten. Ich weiß halt gar nicht, ob das sich jetzt verändert oder nicht. Was mache ich jetzt mit der Wette? Kann man die nicht wieder wegmachen? Haben die Punkte wieder, okay. Okay, das ändert sich also wirklich. Dann passt das. Dann haben wir einen neuen. Actually ein ganz cooles Wesen. Wir sind beim Naming-Theme Dinge, die wir hassen. Ich muss sagen, das macht mir, glaube ich, bisher am meisten Spaß. Da kommen die witzigsten Sachen bei rum. Ja, dann haben wir wenigstens mal die Chance, in Bidiza oder so zu ziehen. Das wäre auch ganz geil mit Simple. Es hat aber auch irgendwie keiner von uns gemerkt, ne? Auch schon im ersten Kampf habe ich es nicht gemerkt. Oder? Haben wir das? Aber Blumenkohl. Ich sage, über Blumenkohl kann man diskutieren, das nochmal zu machen. Aber die Heizkosten habe ich halt zu spät gesehen, aber die catchen mich sehr. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Ach ja, ach ja, ach ja. Boah, wir haben, was am Wochenende? Ich glaube am Wochenende, ja. Haben wir auch richtig nice wieder einige Tees eingekauft. Und ich hoffe, ich denke heute Abend dran, mir irgendeinen geilen Tee zu machen. Ich habe nämlich auch ein Maracuja-Pfirsich. Nee. Maracuja. Nee, nicht Maracuja-Pfirsich. Maracuja-Mango-Tee, glaube ich, gefunden. Und auf den habe ich mies Bock. Da hat meine Freundin schon gesagt, der riecht richtig geil süß, wo ich mir dachte, oh ja, geil. Richtig schön süß. Feiern wir. Hasse Essiggurken. Gebe ich immer vom Cheeseburger. Okay, ich muss sagen, ich mag also diese McDonald's-Dinger,
labbrigen Essiggurken mag ich auch nicht. So, wenn es so wirklich knackige Essiggurken sind. Oh, ein Taubsi-Run. Den hatten wir noch nie. Dann finde ich geil. Also so Cornichons oder halt wirklich so die geilen, einfach knackige Gürkchen. Aber ansonsten bin ich eher Taube. Das Ding ist, ich sag aber wirklich, Tauben hasst man. Ich finde Tauben voll hässlich. Die machen richtig. Sollen wir das Ding Taubenkacker nennen? Wie findet ihr Taubenkacker? Weil Kacke passt nicht hin. Wir könnten noch Taubenkack hinmachen. Oder halt Kacke ohne CK. Aber ich muss Kacker fühlt sich gut an. Flugratte fühle ich. Nee, aber das ist. Gibt es Flugratte? Nee, also das wäre ein guter Spitzname. Aber ich sag, dass es muss ja schon existieren in der Form, dass man es öfter sieht und es einen nervt. Ich habe keine Ahnung. Oh. Boah, ist Echoed Voice nicht actually wirklich strong für den Anfang? Oder irre ich mich da? Das ist doch mega geil, oder nicht? Und einen Twister nehmen wir auch noch mit? Ja, her damit. Ich muss mal gacken. Ja, ganz normal. Ich weiß nicht. Das ist ein alltägliches Ding für mich. Boah, ein Starly wäre natürlich noch geiler gewesen. Das steht out of the question, aber. Tauben sind Ratten der Lüfte. Ja, okay, aber wir wollen ja jetzt keine Umschreibungen, sondern wirklich Dinge, die hier richtig existieren. Die Dragon Coverage, ja, es klingt dumm, aber ist für Milzer nice. Boah, ich habe momentan wieder ein bisschen Angst. Ich habe das Gefühl, mein Hals ist so ein bisschen am Straucheln. Ich hoffe, das macht der macht mir jetzt, ne, der macht mir jetzt nicht alles kaputt, der Arsch wieder. Das wäre ganz nett, wenn der mir nicht auf die Nerven gehen würde. Ah ne, falscher Trainer. So. Und dann einfach, weil sonst Leon weint, nennen wir das Ding nochmal Blumenkohl, weil Blumenkohl echt kacke. Ich wünschte echt, ich würde sowas wie Blumenkohl und sowas auch mögen. Weil das Ding ist, ich glaube, Blumenkohl wäre auch wieder was. Da kannst du, glaube ich, mega viel von essen und es hat keinerlei Kalorien und sowas. Ingwer Zitrone hilft gut, yes. Careful. Okay, wir haben gefühlt keine Spedef-DVs, aber ein Plus-Spedef-Wesen. Es gleicht das wenigstens ein bisschen auf. Ich liebe Blumenkohl. Oh, ich dachte, du hast Blumenkohl. Dann nevermind. Ja. Sag aber auch Lost. Aber das fände ich schon geil. Nein? Okay, dann nicht. Dein Taubsi wird später kein Nogard haben. Das freut mich. Das werde ich stattdessen haben. Gibt es das? Nee, ich glaube, es gibt kein Pflaster hier in irgendeiner Form. Aber ich sag mal so, lass erstmal drüber reden, wenn es soweit ist. Geil, Mango-Ingwer-Tee klingt auch sehr nice, muss ich sagen. Klingt auch nice. Blumenkohl mega gesund, du kannst davon essen, wie du willst, aber es schmeckt halt nicht gut. Ja, ist halt das Ding. Big Packs, ist das nicht das, was ich jetzt schon habe? Ah nein, ich habe Tangled Feet. Geil. Können wir das nächste Mon einfach mein Leben nennen? Nee, so deprimiert müssen wir nicht gehen. Ja, das Ding ist halt. Das ist halt bei leider so vielen Dingen so, wo ich mir einfach denke, warum schmeckst du nicht einfach besser? Warum bist du so ein Arschkopf und schmeckst nicht einfach besser? Schon mal panierten Blumenkohl probiert, abgesehen davon. Naja, also ich vermute, panierter Blumenkohl wird nur noch nach der Panade schmecken, oder? Das stelle ich mir auch ein bisschen bei panierter Aubergine so ähnlich vor. Dass du halt mainly diese Panade schmeckst. Das ist keine Playlist, das ist einfach nur so ein Mix, weil das Problem ist, dass YouTube momentan ja die ganze Zeit Faxen macht, wenn du einen Adblocker hast oder ein Dings hast. Und das Problem ist halt, ich habe halt auf Downy Downs da die Playlist, aber da habe ich kein YouTube Premium, sondern nur auf meinem anderen, wo ich halt immer Sachen gucke. Da muss ich mal diese Playlist dann erstellen. Ich glaube, auch mit Panade schmeckt das meiste wahrscheinlich. Ich plane schon mal den Anfang für die Liga ein, einfach optimistisch sein. Na gut, immerhin einer. Immerhin einer, der sagt, wir kommen sogar bis zur Liga. Besser als niemand. Aubergine mag ich auch und ich wünschte, ich könnte es essen, weil man damit geil. Ja, denke ich mir auch. Und hallo Zero, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hello. Nenn nächstes Mal YouTube. Man hasst YouTube manchmal wirklich ein bisschen, ne? Okay, wir gehen in die Doppelvögelregion, in die doppelte Vogelmons rein. Ich hätte hier lieber, ich glaube, ich hätte Luturtzel am liebsten gesehen für den Water-Type. Aber bin ich auch fein mit. Fisch schmeckt auch paniert nett. Na, das ist eine Lüge. Also gerade paniert ist es fein.
Ja, also nee, wir haben gesagt, wir benennen niemanden nach Namen. Also wir machen keine Namen. Blumenkohl als vegane Buffalo Wings mal gemacht mit Barbecue-Geschmack und im Ofen voll geil. Ich glaube, wenn man das gut kann, ist nice, aber ich will mich auch, ich habe auch nicht so Lust, mich damit auseinanderzusetzen, um ehrlich zu sein, ne? Hallo Iska, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Frieden einfach, auch stark. Arroganz als Name. Okay, wir hassen Arroganz. Willst du jetzt sagen, dass Jerry arrogant ist? Damit könnten wir es natürlich um. Oh mein Gott. Ich glaube, Rechtschreibung passt nicht dahin, ne? Also, wir hassen Rechtschreibung nicht. Aber ich sag mal, damit können wir die Namensregelungen umgehen. Und wir wissen alle, wenn wir den Rechtschreib, ne? Wir machen jetzt einfach nur Rechtschrill hin. Dann wissen wir ja alle, wer gemeint ist, ne? Dann wurde ja Grammatik. Nee, ist Jerry nicht zu so doof für Rechtschreibung? Der schreibt doch Wörter falsch, das ist doch dann Rechtschreibung. Aber wir können Grammatik nehmen, dann weiß Jerry nicht direkt, dass er damit gemeint ist. Er wird das vermutlich sehen, aber ist mir egal. Es ist so. Also Anywhere ist geil, aber Jolly ist nicht so. Ja, ist okay. Also Plus Speed ist wieder ganz cool, aber der ist halt speziell in dem Spiel, ne? Aber Anywhere ist eine geile Sache, muss ich sagen. Weil so einfach Stat-Buffs zu ignorieren. Gab es irgendein krasses Setup-Mon bisher? Ich glaube nicht, ne? Also ich erinnere mich an keins. Und hallo, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hello. War ja schade heute mit dem Part. Achso, dem Downy Streamstar-Part. Ich war gerade so. Hollow X kam heute nicht. Über was reden wir gerade? Ich bin verwirrt. World Cup erste Arena umgehen. Stimmt! Stimmt, Workup umgeht man. Das ist ganz geil. Swoobit, stimmt! Da ist er! Unsere Swoobit-Antwort. Also ich meine, Stat Power wird trotzdem stärker, aber dann sind die Boosts wenigstens nicht ganz so schlimm. Boah, ich muss sagen, ich glaube, ich finde Echoed Voice Taubsi bisher mega geil. Hast du neu. Nee, das ist einfach nur so ein Nintendo-Mix. Ob das lebt bis dahin? Jetzt! Wir kommen bis in die Liga, wurde mir gesagt. Irgendwer hatte das geschrieben, ich weiß nicht mehr wer. Aber irgendjemand hat das geschrieben und ich glaube demjenigen, derjenigen. Ich weiß es nicht, wer es war. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß doch nicht euer Geschlecht. Geschlecht. Ja, euer. Doch, Geschlecht war richtig. Ich wollte es abändern in geschleppt. Ich weiß auch nicht, ob ihr geschleppt seid, ja, richtig. Ich weiß auch nicht, ob ihr abgeschleppt wurdet, ne? Oh, das wird jetzt ein ganz wilder Run, meine Freunde der Sonne. Also jetzt gehen wir in die ganz wilden Runs rein. Was ist denn jetzt hier los? Also ich glaube, Orden 1 können wir auf jeden Fall jetzt schon mal schaffen. Den müssen wir nur direkt auf die Bank scheppern. Oh mein Gott, ja, danke. Danke dir, Punita, dafür. Brandleichen. Also, das ist jetzt nichts, was man hasst, würde ich sagen. Also, wenn ich jetzt eine Brandleiche sehe, denke ich mir nicht, scheiße, hasse ich. Also, ich weiß jetzt nicht, wie ihr da so dazu steht. Brandwunde finde ich gut. Boah, oder Reiten ist auch schon alleine stark. Wir könnten das Ding auch wegen mir Pferde nennen und ich wäre schon zufrieden. Brandblase finde ich noch besser. Mein Gott! Das Viech muss halt noch drin. Bibi und Tina. Nee, Bibi und Tina fand ich eigentlich ganz geil damals, bin ich ehrlich. Also die Serie. Nice. Gefrierbrand auch gut. Also ich finde die Brandblase oder Gefrierbrand stark. Ich glaube, ich finde die Brandblase sogar schlimmer, muss ich sagen. Dann hast du auch so eine eklige Blase und das ist also. Oh, und ich weiß nicht, das ist einfach nicht. Ich glaube, Sonnenbrand ist sogar zu lang, kann das sein? Bold. Ist okay, würde ich sagen. Beim Plus-Death-Wesen für die erste Arena natürlich knackig ist. Aber warte mal, ich kann ja den Trainerkampf, also den Sharon. Nee, den E-Kampf kann ich ja machen. Aber das andere nicht. Okay, kurze Abfrage, Freunde. Wie steht ihr so zu Bibi und Tina? Wie fandet ihr das damals? Nicht jetzt, sondern damals. Ich sag ehrlich, so Samstag in der Früh, so ganz in der Früh, als halt auch noch kein Ben 10 und so lief. Da muss ich sagen, sage ich euch ganz ehrlich, da ist man in die Bibi und Tina-Mine auf ZDF reingegangen. Und ich fand's nice. Also, war okay, sagen wir mal so.
Ich sag, also, ne, Bibi? So diese Magiekacke, da dachte ich mir schon, das ist nice, das will ich auch gerne können. Einfach mal bling bling. Da würde ich jetzt zwar nicht bling bling Sabrina Spring machen, ne, aber ihr wisst, das war nix, weiß ich nicht. Dann eher Baba Papa. Was ist Baba Papa? Mich ganz weit von Pferden distanziert fühle ich. Mochte es nicht, war mehr der Pipi. Boah, Pipi Langstrumpf war ich gar kein Fan. Also mit Pipi Langstrumpf konnte ich zum Beispiel gar nichts anfangen. Ich konnte auch nichts mit Momo anfangen. Ja, yeah, der Hardmode ist eingestellt. Deshalb hat er ja eh Level 6 Mons. Boah, jetzt muss ich mal überlegen, was war mein Lieblings. Jetzt ist die Frage, was definieren wir an der Stelle und also. Auf was bezieht sich die Lieblingskinderserie? So auf bis 6 oder ab 6? Weil bis 6 ist so ein Unterschied da. Da war natürlich, da würde ich sagen, da würde ich auf Simsalagrim, glaube ich, gehen. Das war das Geiste. Was hat der eingesetzt? Oh mein Gott, war das viel Damage. Und ich glaube, ab 6 würde ich sagen, war es. Boah, ich würde American Dragon sagen. So bis so 10. Und wenn wir den. Wenn wir so Real-Life-Serien nehmen wie Zack und Cody. Boah, was fand ich da am geilsten? Wo dachte ich mir immer, Banger, dass das jetzt kommt? Ich glaube, da war es tatsächlich Pair of Kings, wenn euch das noch was sagt. Oh, stimmt, es gibt ja auch noch Nickelodeon. Ich habe gerade nur an Super RTL gedacht, ne? Puh, was könnte man denn... Boah, auf Nickelodeon? Die Zauberer vom Waverly Place waren halt auch sehr stark, ne? Captain Baloo und Gummibären würde ich aber jetzt nicht in... Also, sind halt keine Real-Life-Serien, da bin ich gerade. Zoe 101, das war schon nicht mehr meine Zeit, muss ich sagen. Also, das habe ich fast nie gesehen. Ich überlege gerade... Es gab noch irgendwas auf Nickelodeon, was ich, glaube ich, mega nice fand. Aber ich weiß nicht mehr was. Also ansonsten allgemein, wenn ich so weitere Kinder oder so Serien von damals aufzählen müsste, dann natürlich Lilo und Stitch fand ich mega geil. Ich wollte gerade sagen, Fillmore fand ich auch Banger. Boah, was fand ich noch immer mega geil? So, ich überlege gerade von dem Super-RTL-Kram. Kim Possible war immer stark, das stimmt. Puh, ich glaube, jetzt haben wir schon das meiste aufgezählt. Große Pause war ich tatsächlich nie so Fan. Fingertips, boah, diese Bastelkacke fand ich immer mega kacke. Ich war nie der Bastel-Fan. Also wirklich, da war ich sofort weg. Nee, Orgie und die Kakerlaken fand ich auch immer mega ranzig. Sag ich auch, wie es ist. Ich mochte auch nicht die Cartoon-Serie von Mr. Bean. Ich war auch nie ein großer Sponge... Okay, das ist auch ein cooler. Ich war auch nie ein großer SpongeBob-Fan, muss ich ehrlich sagen. Nets ultimativer Schulwahnsinn fand ich noch sehr geil. American Dragon habe ich als erstes gesagt, der ist geil. So, wir brauchen kurz etwas, was wir kacke finden, was zu Elekid passt. Der Stromschlag ist wahrscheinlich schon sehr akkurat und passt viel zu gut auf den, als dass wir das nicht nehmen können. Hatten wir zwar davor schon, aber auf dem passt es ja. Oh, Strompreis finde ich noch besser. Finde ich noch besser. Danny Phantom habe ich nie wirklich gesehen, leider. Johnny. Cool. Wackelkontakt, aber ich glaube, Wackelkontakt ist zu lange. Drake und Josh habe ich auch kaum gesehen, deshalb kann ich da leider nichts groß zu sagen. Das ist halt das Ding. Also Weihnachtsmann und Coco AG war ich auch definitiv riesiger Fan, kann ich euch sagen. Habe ich super gerne gesehen. Ansonsten überlege ich, Uproar kann der auch, okay. Ja, ist halt schon sehr viel stärker, ne? Cosmo und Wanda war auch cool, aber hat man an irgendeinem Punkt, also mein Problem war immer teilweise so an Cosmo und Wanda, finde ich, hat man sich sehr schnell übersättigt, weil es halt sehr oft lief, dadurch, dass es auf Nickelodeon und Super RTL kam. Und wenn du von beiden immer so ein bisschen rumgesippt hast. Ich glaube, deshalb mochte ich auch SpongeBob nicht so sehr, weil irgendwann, du hast dich halt sehr schnell sehr viel gesehen. Lilo und Stitch-Serie war, wie gesagt, auch mega nice.
Was gab's denn noch so? Ja, von diesen Kindersachen wie in Richtung Captain Baloo fand ich, glaube ich, also Darkwing Duck mochte ich lieber als Captain Baloo auf jeden Fall, weil ich Captain Baloo auch super selten gesehen habe. Chip und Chap fand ich sehr stark und die DuckTales. Beide eigentlich sehr nice. Bei DuckTales habe ich, glaube ich, auch echt wenig gesehen. Oh, ich fand Mickey's Club. Nee, hieß es Mickey's Clubhouse? Ich glaube, es hieß Mickey's Clubhouse, ne? Wo sie die ganzen Disney-Zuschauer, die Disney-Charaktere als Zuschauer da saßen, oder? War das das? Das fand ich auch sehr geil. Und ich glaube, es gab auch Quack-Pack oder so, wo es hauptsächlich um Donald und die drei Scheißerlis ging. Die waren auch sehr, sehr cool, aber das wurde irgendwie, glaube ich, sehr schnell abgesetzt oder so. Hat der ein Plus-Speed-Wesen und ist trotzdem der langsamste? Wow, crazy. Wir haben ein richtig speedy Team. Vor allem Floink ist schneller als Dusselkur, crazy. Wer ist die Serie, die so ähnlich wie Dragons Reiter ist? Die Drachenjäger, ja. Die Drachenjäger war auch voll geil. Hat so ein Banger-Intro. Leco mio on the Blanco, sage ich euch. Das war geil. Goofy und Max war auch cool, ja. Teenage Mutant Ninja Turtles. Boah, da habe ich erst, die habe ich nur wirklich auf Nickelodeon dann gesehen. Aber da fand ich die eigentlich ganz nice. Doch, fand ich auch geil. Fand ich eigentlich schon geil. Und hallo Lox, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's. Ich wollte nochmal sagen, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Aber ne, es ist immer wichtig, dass es einem gut geht. Also von dem her. Schule der kleinen Vampire habe ich nie gesehen, habe ich nie interessiert. Also, wenn wir noch. Boah, Scooby-Doo war auch immer mega geil. Also, das war auch immer stark. Vor allem das Intro ist auch einfach ein Banger. Können wir mal kurz darüber reden? Sind wir ehrlich? Ich weiß nicht, ob. Also, ich glaube nicht, dass das was mit Nostalgie zu tun hat. Aber ich finde, klar, so ältere, also Serien, die sich mehr an erwachsenere Leute richten und so, haben meistens nicht. Ich finde, die haben so Kack-Intros zum Großteil, ne? Also ich hätte gern sowas eher wie in Richtung Kinder-Intros. Die gingen immer richtig schön ab. Boah, geh mir weg mit dem Haus Anubis, das finde ich so scheiße. Boah. Montag auf der Arbeit überstanden, da kann es einem nur gut gehen. Jawohl. Die meisten Kinderserien. Ja, ich muss auch sagen, also ich glaube, es ist schwieriger, es ist echt schwierig. Zu sagen, yo, das Intro war schlecht. Also so wirklich schlecht, wo man wirklich sagt, nee, das ist es nicht. Die Hintergrundmusik, das ist Mario Brothers Underwater Music. Nee, Geschichten aus der Gruft war auch nicht meins. Die Oktonauten? Was zum Teufel sind die Oktonauten? Kaju, nee. Nee, ich sage euch ehrlich. Ich glaube, wir sind da ein bisschen verblendet. Also ich glaube, das, was die Kids heutzutage gucken, ist genauso ein weirder Schwachsinn wie den wir damals auch gesehen hatten. Also ich weiß nicht. Also wenn Retroperspektiv ist Caillou auch irgendwie, finde ich, echt weird gemacht. Was gab's noch? Es gab auch teilweise noch ganz, ganz weirden Kram. Oh, was gab's für weirde Scheiße? Bro, warum macht eigentlich gerade Pfiffchen so viel Tamtam? Das gefällt mir nicht. Also es war alles Teletubbies zum Beispiel. Dann gab es auch ganz, ganz weirde Kika-Serien teilweise. Ich meine, ich feiere Tom und das Erdbeermarmeladenbrot mit Honig, ne? Aber jetzt mal Hände runter. Als ein Typ, der die ganze Zeit irgendwie, ich weiß nicht, irgendeine Scheiße erlebt. Teilweise in irgendwelchen Wäldern sich verläuft. Nur um am Ende in dem Wald den Honig zu finden oder so eine Kacke. Und ich meine, der Wald ist da noch ein positives Beispiel, ne? Das ist halt auch noch das Ding. Die heutige Jugend ist schon mit jungen Jahren sehr abgedriftet. Ja, ich glaube, es wird immer schlimmer, aber, ne? Man kann es ihnen auch nicht verübeln. Bin ich ehrlich. Also man kann es den Leuten oder den jungen Leuten in keiner Form auch verübeln. Nee, warum will ich speichern, nicht dödeln?